Viertelfinale im Sachsenpokal. Einer der letzten beiden Drittligisten musste gehen. Markus Anfang und Dynamo Dresden, bei denen Kevin Broll erstmals nach seiner Rückkehr zu Dynamo zwischen den Pfosten stand. Oder aber der FSV Zwickau, das Team von Ronny Thielemann. In der Liga im Abstiegskampf, aber mit Rückenwind vom 2:0-Sieg gegen Ingolstadt angereist. Und mit dem Freistoß von Göbel nach 9 Minuten und der Führung durch Jan Löhmannsröben. Die erste Chance im Spiel, sie sitzt bei den Westsachsen. Undankbarer Auftakt für Kevin Broll. Löhmannsröben schraubt sich hoch zwischen Lehmann und Scheffler. Wuchtiger Kopfball. Und Kevin Broll kann nur hinterher schauen. Er kann nicht so wirklich abspringen vom Boden, hängt da so ein bisschen fest und dann hat er natürlich keine Chance mehr. Guter Auftakt für den FSV, der schon 5-mal im Sachsen-Pokalfinale stand, aber noch nie den Pott nach Zwickau holen konnte. Dynamo nach 12 Spielen zuletzt, wo sie ungeschlagen waren, mal wieder mit einer Niederlage gegen Aufsteiger Bayreuth. Das ist die 19. Minute und Max Kulke, der Brinkis, zum ersten Mal testet. Starke Schusstechnik von Kulke, Flatterball und Brinkis geht auf Nummer sicher. Dresden mit 9 Veränderungen im Vergleich zum Bayreuth-Spiel. Eine Mischung aus Kräfteschonen und Chancen für die ganz Jungen. So wie Paul Lehmann, 18 Jahre erst alt, und Brinkis mit Problemen. Abgefälscht noch durch Carrera. Und dann hilft der Pfosten mit und verhindert das 1:1. So ging es mit dem Rückstand für Dynamo in die Pause. Das Team von Markus Anfang, aber nach dem Gegentreffer klar das bessere Team. Aber Zwickau machte es den Gegner auch schwer, verteidigte es gut weg. Das schon die 69. Minute, Akoto mit dem Kopfball. Viel passierte nicht auf dem Rasen, dafür beide Trainer lautstark und voll dabei an der Seitenlinie. Schlussphase, 81. Minute, Dynamo machte nochmal Druck und da ist Scheffler einmal und nochmals Scheffler mit dem linken, aber da fehlten dann knappe 3 Meter. Es war im Prinzip ein Spiel auf ein Tor. Zwickau versuchte irgendwie die Null zu halten und Dynamo kam. Und dann diese scharfe Eingabe. Und wenn das so gewollt war, Hut ab, klasse Rettungstat von Leonard von Schrötter, der eingewechselt wurde, direkt in die Arme von Brinkis. Und weiter Dynamo Dresden mit Vlacho Dimos. Gute Kombinationen jetzt bei den Schwarz-Gelben. Patrick Weihrauch, Brinkis ist wieder da. Vlacho Dimos greift ein, stand im Abseits. Weihrauch darf zum ersten Mal seit Ende Januar wieder mal ran. Ein Tor in der Liga am 2. Spieltag. Macht ein ordentliches Spiel nach seiner Einwechslung und Brinkis wieder stark. Markus Anfang trieb sein Team nach vorne, aber es ergaben sich natürlich Lücken für die Zwickauer. 90. Minute, Platz für den entscheidenden Konter. Hermann dreht Ehlers ein, immer noch Hermann. Und Broll sicher, aber es reichte für den FSV Zwickau zum Sieg. 1:0, die Chance auf den Pokalsieg lebt. Dank des Treffers von Jan Löhmannsröben. Ich hoffe, wenn du eine kleine Serie hast, kommst du ja auch im Flow. Und ich glaube, wir hatten die Saison noch nie 2 Siege in Folge. Darauf dürfen wir uns jetzt natürlich nicht ausruhen. Jetzt man sagt ja, alle guten Dinge sind 3. Also hoffe ich, dass wir jetzt den 3. Schritt machen. Der FSV Zwickau hat halt keine glorreiche Geschichte im Landespokal. Und da ist jedes Spiel extrem wichtig. Und gerade gegen so einen starken Gegner wie Dynamo freut uns das natürlich, wenngleich wir uns übermorgen schon wieder in den Bus nach Wiesbaden setzen. Und ich hoffe, das wird kein teuer bezahlter Sieg. Ja, du spielst dann eigentlich 80 Minuten auf ein Tor, aber bist halt nicht so zwingend und kommst nicht so klar durch und machst halt aus den Möglichkeiten auch keine Großchancen oder Tore. Und dann ist halt ärgerlich. Dynamo wollte den Landespokal logischerweise schon gewinnen, weil es natürlich auch immer eine finanzielle Sache. Ja, wie nehmen Sie dieses aus jetzt hin hier? Ja, es tut weh. Vor allen Dingen ist es jetzt das zweite Mal in kurzer Zeit, dass wir zu Hause nicht gewonnen haben. Und das ärgert natürlich.
Durch das Aus muss Dynamo Dresden nun versuchen, in der Liga Platz 4 zu erreichen, um sich für den DFB-Pokal noch zu qualifizieren. Auf der anderen Seite steht Zwickau im Sachsenpokal-Halbfinale und muss dort zur Regionalligist Lok Leipzig.